Ladies and Gentlemen, willkommen zur zweiten Runde in Deal or No Deal. Der heutige Gast der zweiten Runde ist Mario oder der Hamburger Jung. Hallo! Oh, bin ich heiß. Bis jetzt ist unser einziger Kandidat Daniel mit 67.000 Dollar. 67.000? Ja. Das ist ja quasi nix. Und was bringt der Hamburger Jung zusammen? Kann er sich auf der Spitze der Liste absetzen? Ja, natürlich. Beginnen wir. Welchen Koffer hättest du gern? Ich glaube, weil es meine erste Rückennummer vom Verein war, wo ich in einer Mannschaft gespielt habe, nehme ich die 20. Gut. Jawohl. Jetzt geht es daran, 6 Koffer zu öffnen. 6 Stück? Ja. Okay, ich fange mal mit der Pechzahl gleich an. Ich nehme die 13. Jawohl. Guten 400. Das ist wirklich gute 400. Dann nehme ich die 8. Mit noch besseren 300. Ja, guck dir das mal an. Der Hamburger Junge, der richtet das schon. Dann nehme ich diesmal die... Komm, ich nehme die 26. Nicht so guten 100.000. Okay, das ist natürlich jetzt wirklich ärgerlich. Dann nehme ich die 1. Oh Gott, das war ein Fehler. Oder doch. Nein, das war kein Fehler. Okay, wie viel Koffer muss ich noch aufmachen? 2. 2, ne? Ja. Dann nehme ich noch die 17. Und da haben wir 5 Euro. Ja, guck dir das mal, Alter. Was eine Runde. Da verschmerzt sich auch die 100.000. Der Banker müsste mir schon 2 Millionen anbieten für diese Runde. Ja. Wo eine Million der höchste Track ist. Ja, genau, du hast es verstanden. dann nehme ich noch die 23. Oh Gott, das war ein Fehler. Das war kein Fehler. Nein. Das ist ja guter Start. It's the banker. He's making you an offer of 17.000. Deal or no deal? No deal. Jetzt sind es noch 5 Koffer, die geöffnet werden müssen. Okay, dann fangen wir doch mal mit der 15 an. Au. Nur 75.000, das kann man noch verkraften. Mit der 15 fange ich das nächste Mal nicht an. Und zwar nehmen wir jetzt diesmal die 4. Jawoll! Und vorher schon, hast du vorher schon mal Deal or No Deal gespielt? Ich glaube doch früher gab es glaube ich mal, wo lief das? Auf Sat 1, ne? Ja, auf Sat 1. Ich glaube auf Sat1.de gab es auch mal so ein Flash-Game oder nee, gab es nicht sogar mal ein Spiel, was Guido Kanz da rausgebracht oder was die rausgebracht haben, Sat 1? Ja, glaub schon, dass da mal was war. Ich weiß, dass es ein Brettspiel gab und aber auch ein Online-Spiel. Genau, ich glaube, da war doch ein Online, genau. Und das habe ich, glaube ich, schon mal so aus Spaß mit Kumpels gespielt, aber jetzt nie so, wo ich jetzt wirklich Geld verdienen kann. Ja, also, Freunde, ich kann hier wirklich eine Million Dollar verdienen. Ja. Der gute Bernie wird mir das schon alles überweisen. Genau, Junge, genau. Und zwar machen wir weiter mit der 10. 400.000. Au. Das tut weh. Ja, das tut wirklich weh. Aber nur 2 Koffer. Ja, dann hauen wir mal die 16 weg. Mann! Du hast nicht mehr viel von der Seite. Ja, ich weiß. Trotzdem. Komm, weg mit der 3. Die geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Nein! Oh Gott, fick dich 3. Oh. Ja, Fresse, Bänke. Ja, gibt jetzt 46.000. Die jetzt sehe ich nicht, was ich da noch hab. Du hast hier noch circa 5 Beträge oder 4 Beträge über den 46.000 und ja, und der Rest ist drunter. Okay.
Ich entscheide mich für. Wie viel hatte Daniel? 67.000. No deal. Starten wir doch mal. Ich habe ein gutes Gefühl bei der 14. Ein sehr gutes Gefühl. Au. Nicht so gutes Gefühl. Oh Gott, ey, wie ich jetzt versage! Oh, gib mir Beistand. Ich nehme die 21. Komm, komm. Jawohl! Das war wieder besser. Oh, der Cent muss aber auch noch weg, ey. Sonst blamier ich mich ja. Komm, bleiben wir bei den hohen Zahlen und nehmen die 24. 50, dann kann man noch etwas verkraften. Ja, ist aber auch nicht so geil. Oh, der Cent muss weg. Gib mir die 18. Ja, das kann ich verkraften. Ach, jetzt waren schon vier, okay. Ja, drei sind jetzt noch über Daniels Beitrag. 133.000. Boah. 200.000 waren noch da und 750 und 1 Million. Ja, die Höchstbelege sind noch da. Drei Koffer müssen geöffnet werden. Alter, wenn da alle drei fallen, ne? Dann mache ich irgendwas kaputt. Dann kannst du was kaputt machen. No deal. Starten wir mit der 6. Jawohl. Ein Rohr bleibt mindestens. Jawohl. Nehmen wir die 12. Jawohl! Oh Gott. Oh Gott, was eine Runde. Was eine Runde. Komm, krönen wir die Runde mit der 2. Komm, bitte lass den Center drin sein. Oh nein! Aber die Höchsten sind noch da. Ja, die Oh Höchste. Gott. Aber der tat trotzdem weh, der tat trotzdem weh. Was gibt's für ein Angebot? 182.000. Zwei Koffer muss ich in der nächsten Runde, ne? Zwei Koffer, ja, und zwei hohe Beträge sind noch da, die über diesen Betrag liegen. Sollte einer bleiben, wird das Betrag ziemlich sicher nochmal erhöht. Bernie, ich sage no deal. Nehmen wir die 5, der letzte Koffer aus der Reihe. Jawohl! So läuft's doch im Business, meine Freunde. Und jetzt nehmen wir die 25, der letzte in der Reihe. Jawohl! Oh Gott, der Junge macht Cash heute. Wird's spannend, was kommt. 248.000. Ich muss nur einen Koffer nächste Runde, ne? Ein Koffer, ein hoher Betrag bleibt sicher. Also wird das Angebot dann nochmal höher gehen. Deswegen sage Wasch. ich No Deal. Er sollte eigentlich so sein, wenn der Banker nicht dumm ist. Komm, nehmen wir die 11, den letzten aus der Reihe. Ich stell dir mal vor, ich knack die Million hier, Alter. Da brauchen wir nicht mehr weiterspielen, wir haben den Sieger. Ja, das ist wahr. Oh, aber der geht gleich nochmal höher, wenn ich, auch wenn da jetzt die Million Ja. fällt. Obwohl, na, wenn die Million fällt, Dann dann. geht's wieder runter. Dann geht es ziemlich sicher etwas runter. Oh, 355.000. Bernie, ich sage No Deal. Oh Gott, ich werde das bereuen, ich werde das bereuen, ich werde das bereuen. Rechnet haben wir, Junge. Bernie, gib mir die 22. Oh Gott, ich kann gar nicht hingucken. Oh! Holy shit, Alter! Oh. Jetzt muss er mir aber ein gutes Angebot machen. Oh, das ist schon sehr gut. Alter, stell dir mal vor, ich habe die 200 da drin und ich entscheide mich jetzt für die. Oh, oh Gott! Machst du noch einen Kopf? Ja oder nein? Scheiße, Alter! Ich will die Mille! Oh Gott! Oh, ich zitter. Ladies and Gentlemen, ich sage No Deal. Junges Wissen. Bernie, bitte gib mir den Koffer mit der hübschen, imaginären Frau dahinter. Der Koffer hat die Zahl 9. Die Mille steht.
Oh Gott, aber ich will nicht so zocken. Das Angebot geht, glaube ich, aber runter, oder? Ja. Ja. Oh, fuck, Alter. Will ich zocken oder will ich voll ins Wasser fallen, Alter? Komm. No risk, no fun, no deal. Oh, fuck, Alter. Oh, shit. Ich hab die Mille Sieben. da drin, ich weiß das. Sieben oder Gib neun? mir die 19. Oh Gott, oh Gott! Holy shit! Holy shit! So, das letzte Angebot. Oh! 500.000. Oh fuck, Alter! Ich könnte jetzt 499.500 Dollar miese machen. Ich könnte aber auch die Mille gewinnen und das ganze Spiel schon gewinnen. Ja, könntest du. Oh Gott, was mache ich? Oh Gott. Zuschauer, was wollt ihr sehen? Schreibt's in die Kommentare, Part 2 folgt. Nein, Spaß. Oh Gott, Bernie. Ja. Ich bin Zocker. Deal or no deal? Oh Gott. Oh Gott. Weißt du was? Wäre es lame? Ah, wäre es lame, wenn ich jetzt die Million gewinnen würde und quasi das ganze Spiel schon gebrochen hätte? Ich hätte das Spiel getötet. An Ich sich hätte ja. das. Ich hätte das ganze Projekt getötet. Ja, bei Part 2. Ja, aber du könntest ja auch theoretisch das als letzten Part nehmen. Da ich gesagt habe, dass die zweite Runde ist, Ach ja, stimmt. Stimmt. Okay. Okay. Weißt du was? Ich lasse es drauf ankommen. No deal! Jung macht ernst. Es ist. Gib mir die Mille! Jawohl! Ihr Bitches! Er hat die Mille! Yes! Wir haben wahrscheinlich den Gewinner der ersten Staffel von Deal or No Deal nur in der zweiten Show mit Mario, dem Hamburger Jung. Ey, Junge, hast du mal in 10 Minuten Zeit? Lass mal in Deal or No Deal hocken. Klar, Bitch, please! Die Mille ist bei mir! Wo ist das Cash? Jetzt hätte ich gerne die Facecam. Ah, geil! Ja, Bernie, ich bedanke mich. Ich werde jetzt auf Hawaii meine Cocktailbar aufmachen. Vielleicht sehen wir uns da ja mal. Ich bin raus, Freunde. Die Mille ist bei mir! Yes! Yes! Und ich sage auch Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe.